Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute soll es mal darum gehen, wie man Knabberstangen für Degus selber machen kann. Als erstes brauchen wir mal die Basis für die Knabberstangen und das ist immer irgendwie ein Stück Holz. Ich nehme Haselnuss, weil wir halt einen Haselnussstrauch bzw. Baum bei uns haben und von daher passt sich das ganz gut. Ihr müsst also darauf achten, dass das halt einfach Holz ist, was für die Degus geeignet ist, was sie halt fressen dürfen, nichts Giftiges oder sonst irgendwas. Und dann nehmt ihr euch einfach mal so einen Ast. Ihr könnt euch auch aussuchen, wie dick. Und dann macht ihr da einfach, am einfachsten sind halt so kleine Hölzer draus. Ich zeige euch gleich warum. Und dann könnt ihr da halt so Knabberstangen machen, die Degus dann halt auch einfach mit sich rumschleppen können. Dann braucht ihr auf jeden Fall Mehl. Also mir wurde immer Buchweizenmehl empfohlen. Ist natürlich auch prinzipiell mit Weizenmehl möglich. Wir müssen halt nur mal darauf schauen, dass halt sowohl Buchweizen als auch das ganz normale Weizenmehl enthält halt beides Zucker. Wir können ja auch gleich mal gucken, wie viel. Hier, wenn ihr das lesen könnt, davon Zucker 0,7 Gramm. Also es ist halt auf jeden Fall Zucker in Mehl enthalten. Und deshalb müssen wir einfach ein Mehl raussuchen, was möglichst verträglich ist für die Degus, da sie ja halt eigentlich gar keinen Zucker sollen. Also so eine Knabberstange wird also nie wirklich gesund sein. Auch Mehl ist ja nicht so richtig gesund, weil Getreide wandelt halt der Körper in dem Sinne dann auch in Fette und Zucker um. Deswegen ist es halt nicht so optimal. Es ist halt auch wirklich eher so ein Leckerli und man kann gewiss auch gesündere Leckerlis anbieten als das. Aber ich wollte es euch ja trotzdem mal zeigen. So, man nimmt sich dann einfach ein bisschen Mehl und macht es in eine Schüssel, wo man dann am besten die Knabberhölzer drin, dass sie da reinpassen. Und dann nimmt man sich einfach ein bisschen Wasser und verrührt einfach das Wasser und das Mehl, bis das so eine klebrige Pampe wird. Ihr könnt euch das vielleicht ein bisschen vorstellen wie bei einem Pizzateig. Da will man ja eigentlich, dass der nicht mehr klebt dann an den Händen. Und wir wollen ja jetzt eigentlich so eine richtig klebrige Masse haben, damit wir halt irgendwas haben, was halt, als Kleber quasi für unsere Knabberstange dient. Ja, was wollen wir auf unsere Knabberstange rauf machen? Natürlich nur Gesundes. Das heißt, am einfachsten ist es tatsächlich, wenn ihr die Reste einfach von euren Futtermischungen nehmt. Ganz besonders eignen sich halt die Krümel. Ne? Am besten auch die größeren Krümel, die sie eh vielleicht gar nicht mehr so gerne essen. Gerne auch die kleineren Krümel. Und hier habe ich mir halt einfach mal was zusammengesucht, also aus Blättern und den Blütenresten. Und dann nehme ich auf jeden Fall auch noch ein paar Saaten. Ihr könnt halt einfach eine Knabberstange mischen daraus, so wie ich das jetzt mache. Oder ihr könnt natürlich auch eine Knabberstange aus Saaten machen oder mit Saaten, eine Knabberstange mit Blüten und so weiter. Ungefähr so sollte dann diese Mehl-Wassermasse aussehen. Ich habe den Backofen auch schon mal angemacht. Und wenn das so eine richtige klebrige Konsistenz hat, dann können wir loslegen. Ich habe auch hier nochmal in eine Schüssel die verschiedenen Kräuter und so gepackt, damit dann da die Stange auch reinpasst. Und jetzt fangen wir einfach mal an und nehmen uns ein Holz und packen das hier in diese klebrige Mehlmasse. Das ist auch etwas eklig, sage ich jetzt mal. Und wir machen einfach eine dünne Schicht auf den ganzen Stock hier. Also ich versuche halt wirklich eine dünne Schicht zu nehmen, weil das ja wie gesagt nicht so super gesund ist. Genau, und danach einfach schön hier drin rollen. Ihr könnt das dann auch noch mit den Fingern so ein bisschen drüber und anpappen, dass einfach überall in der ganzen Stange dann was ist.
Genau, und wenn ihr die fertig habt, einfach auf dem Backblech oder ne, am besten mit Backpapier halt drauf, dass das halt nicht am Blech alles gleich klebt. Und dann wiederholt ihr das Ganze halt einfach mit den anderen Hölzern, wie gesagt, am besten sehr dünn. Generell ist dann natürlich eurer Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Also ihr könnt da sämtliche Futtermischungen nehmen. Ihr könnt natürlich auch irgendwie einen Teil der Stange in die eine Futtermischung, den anderen Teil der Stange in die andere. Also ihr könnt da wirklich ganz verschiedene Knabberstangen machen. Ihr könnt auch irgendwie ein Loch in die Hölzer bohren, um die dann später aufzuhängen. Also da könnt ihr natürlich richtig kreativ werden. Ihr könnt natürlich auch so viele Knabberstangen in dem Sinne produzieren, wie ihr möchtet. Die halten sich auch recht lange. Ihr müsst halt nur, wie gesagt, beachten, dass es halt auch durch dieses Mehlmatsch auch halt ein Leckerli ist. Ihr könnt natürlich auch mal den Spaß machen und so einen richtigen großen Stamm, sage ich mal, einschmieren damit. Das ist bestimmt auch ganz cool. Und vor allen Dingen könnt ihr das dann halt selber machen und müsst halt auch nicht irgendwie was kaufen oder so, wo ihr dann auch nicht genau wisst manchmal, was da drin ist. Und natürlich sind die viel, viel besser als irgendwie diese Knabberstangen, zum Beispiel für Kanarienvögel und Hamster wird das immer beworben, wo dann halt auch noch Honig drin ist oder so. Das ist natürlich, die sind natürlich viel, viel schlechter als jetzt hier die selbstgemachten. Beziehungsweise ist ja Honig sowieso komplett tabu, halt wegen dem Zucker für die Degus, ne? Also nicht nur für Degus, für Hamster und so ist das genauso schädlich, auch wenn die jetzt nicht unbedingt schnell Diabetes bekommen halt, ne? Genau, und wenn ihr die dann fertig habt, dann packt ihr die einfach im Ofen. Ich habe jetzt auf 150 Grad Umluft gemacht und habe die eine Viertelstunde drin gelassen. Da waren die auf jeden Fall komplett trocken. Das ist halt auch wichtig. Ihr wollt natürlich die Blätter und so nicht verbrennen, aber es muss halt richtig gut durchgetrocknet sein. Erstens hält es dann und zweitens schimmelt es dann nicht, wenn ihr das irgendwie in der Tupper oder sowas packt. Genau, und dann könnt ihr das prinzipiell euren Degus verfüttern und damit die da ein bisschen beschäftigt sind, das abzuknabbern. Im nächsten Video soll es einmal um Medikamente für Degus gehen. Da schauen wir uns einfach mal an, was es alles so gibt. Ich versuche ein bisschen die Nebenwirkungen auch rauszusuchen und wann man was gibt. Es gibt nämlich auch Medikamente, die definitiv nicht für Degus geeignet sind. Und ich finde, da sollten wir einfach mal ein bisschen drüber sprechen. Wobei das natürlich immer ein Thema ist, was halt auch mit dem Tierarzt besprochen werden sollte. Aber da es ja halt sehr schwer ist, einen kompetenten Degu-Tierarzt zu finden, sollten wir uns da zumindest schon mal so ein Basiswissen aneignen. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!